Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Bedwars Duell. Und heute bin ich nicht allein am Hörer. Nein, der liebe Jomaro ist ebenfalls dabei. Hallo. Hallo Giga und hallo Giga Nenten. Willkommen zu dieser wunderschönen Bedwars Folge. Ist ja unfassbar. Giga Nenten. Ja, und wir haben auch den lieben Chewy dabei und Freddy Kartoffel. Wir machen hier 4x4. Ja. So muss das sein. Valentine. Die Map habe ich noch nie. Also, ich habe sie schon gespielt, aber ich habe sie noch nie in der Folge wirklich gehabt. Und deswegen bin ich ganz gespannt, ob das dann heute hier vielleicht sogar was werden kann. Soll ich die Shader anmachen, ist die große Preisfrage. Ich finde es ja mit Shadern immer recht hübsch. Ich habe ein bisschen Angst wegen den vorigen Problemen, ob da das dann zu doppelten Problemen führen könnte. Aber was das meinst du? Die vorigen Lags. Dass wenn du ja, aber das hat ja nichts mit uns zu tun. Ja, ja, ich meine halt nur, wenn du Shader-Lags hast und dann diese Lags. Na, ach, nö. Ich habe konstant 60 Frames, na, das passt. Ja, das, dann ist es alles. Das ist alles. Das ist alles. Ich muss sagen, wir haben uns jetzt ein bisschen... Ich muss sagen... Nein, nein! Was? Wieso fall ich da einfach runter? Nose! Oh, und wieso schreibt Flexo, ich liebe mich als... Ach, die reden miteinander, oder? Die sind im gleichen Teamspeak. 100%. Nice. Einfach ausgerüstet und dann in den Tod gesprungen. Ich weiß nicht, nice. Ob man das hier so erwähnen sollte, aber das ist, ich fühle mich hier gerade wirklich, als ob wir mit all unseren Homies spielen. Weil das stimmt. Einfach eine Gruppe ist, wo fast nur Leute sind, die wir auch schon mal von Namen ja. her gehört haben. Mrs. Bella ist da, ja, Pavi Pet ist da, Flexo ist da. Okay, ich kenne jetzt... Fnatic kenne ich nicht. Ja, ich kenne... Und XX, the real Panda, XX... Nee, aber so wie Mützenfreak und die kenne ich ja alle. Das sind ja alles unsere Leute. Stimmt, Mützenfreak ist auch noch da. Ja, wirklich, jetzt alle außer. Und Maggie. Ja. Außer drei Mann oder vier Mann. Okay, oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Ich dachte jetzt so grün, warte mal, grün, also. Jomaro, Insekten, what's up? Oh, what's up? Oh, da ist Isa schon weg. Isa, nein! RIP. Und es wird mit einem Bogen auf mich geschossen. Als ob die schon Bögen haben. Ist hier jemand ich hab Arzt? Was, ich hab grad was Unglaubliches gemacht. Ohne Equipment habe ich jemand mit Eisenschwert und so alles runtergeboxt. Nice. Das war auf jeden Fall ehrenhaft. Ich versuche gerade irgendwie das Bett einzubauen. Das ist gar nicht so einfach. Ich habe mich gerade vor Freddy Kartoffel erschrocken. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ich kann ja bau mal werden. Das Bett ein. Ja, gut. Dip, dip, dip. So. Die Map ist echt schwer zu spielen, finde ich. Ja, also ist allein mit dem Hochgang, ne? Das ja, ist, und generell an. Hier ist alles sehr, sehr eng, sehr, sehr dünn und überhaupt ein Tralala und boah. Unfassbar. Übrigens, wo wir gerade... Als ob Trier... Nein, Achtung, Freddy. Freddy, Achtung. Nein, Freddy ist tot. Er kommt, er kommt. Hast du ihn? Ja. So. Okay. Gut. Ich hab mir einen Stick gekauft. Ich hab sonst nie Sticks. Im Normalfall habe ich nie Sticks. Sticks. Rot laggt vor allem. Ah, na super. Okay, du hast Eisen. Wie viel Eisen hast ein du? Einziges. Ein einziges. Wer den Rest hat, aber ich habe nur ein einziges. Wie deine Zuschauer bestimmt gemerkt haben, du bist jetzt noch nicht, wollte ich die ganze Zeit etwas anmerken. Und zwar hast du ja deine charmante Folge Jump World aufgenommen, ne? Ironischerweise ja. habe ich einen Tag vorher auch eine charmante Folge Jump World von einer Map von mir aufgenommen. Und ich fand es schon sehr amüsant, wenn ich mal bei dir reingeschaut habe, dass du da genau das bringst, was bei mir dann auch bald kommt. Und das fand ich halt echt wirklich lustig, weil ich ja auch Einsendungen bekommen habe. Und dann habe ich die natürlich auch direkt mal aufgenommen. Bist du auch so ein Jump'n'Run-Fan? Magst du sowas? Ich mag Jump'n'Runs, aber meistens bin ich dann trotzdem noch der sagt, komm, wenn Jump'n'Run, dann soll da am Ende auch noch so ein kleiner Kampf kommen, bin ich ehrlich. Also deswegen League gerne. Weil da hast du dann noch danach noch einen kleinen Kampf, weißt du? Ja. Mit denen, so besser du gesprungen bist, desto mehr Items hast du. Und das finde ich halt unfassbar cool. Und das ist halt dann auch diese Sache, dass sich dann auch wirklich lohnt. Nice. Ich kann sowas halt leider gar nicht. Oh, das Team bringt mir nichts. Aber ich habe einen mit Full Equip auch nochmal runtergehauen. Das freut mich immer sehr, wenn man mit diesem Lappen, auch Stick genannt, immer ein paar runterwischt. Und du dann einfach ganz bequem, mal locker flockig. Ich bin gerade am überlegen, ob wir das Gold einsammeln sollen, sparen sollen, weil ich gerade einen Gold... Ich habe ein Gold und ich könnte mir eine Spitzhacke holen. Mhm. Damit mache ich ja schon mal Schaden und ich habe noch drei Eisen. Und damit könnte ich ja auch noch was machen. Oh, ich bin mir so unsicher. Ich bin gerade starr. Ich weiß es doch nicht. Ja, das Ding ist, blau ist jetzt schon wieder Mitte, rot ist jetzt schon wieder in der Mitte. Die sind hier dauerhaft in der Mitte. Wir haben hier überhaupt nicht sicher die Mitte. Ja, warte. Ich habe jetzt die Eisenspitzhacke gekauft und...
eine Dreier-Eisenrüstung und ich hoffe, dass ich damit vielleicht ein bisschen was machen kann. Mal zu Mert in der Mitte sein. So geht das nicht weiter. Ist echt so. Flexo, schießt doch nicht auf mich. Also, warum schießt Flexo nicht auf den Roten? Ah, Freddy. Nice, Freddy. Ja, jetzt schießt Blau wieder auf Freddy. Warum schießen die nicht auf Rot? Rot, ja, Mütze beschwert sich. Die ist auch im TS. 100 Pro. Ah. Ja, das sind also Kummelmummel, weißt du? Also, wir haben jetzt hier wieder 4 Eisen. Eigentlich die haben die Mitte. Wie die Mitte einfach haben. Ja, dauerhaft. Oh Mann. Das ist halt, wir müssen halt wirklich versuchen, da ein bisschen konstantere Leistung zu bringen. Oder wir machen halt das Bett von denen kaputt. Und der Flexo das ist wäre ja auch schon schlecht, mal was. Ne? Bitte? Flexo ist ja auch gar nicht mal schlecht. Der, nee, eben, das ist das Problem. Ja, der hat ein super Schwert. Mist. Ich kann da mit meinem Stick hier nichts ausrüsten. Und ich hatte bis jetzt noch nicht ein Schwert, ne, weißt du? Hat er ein Eisenschwert? Nee, noch Gold. Also wahrscheinlich das letzte jetzt gerade so. Aber noch ist es Gold. Ja, übrigens, die hat auf alle Fälle einen Bogen. Übrigens, jetzt, wo wir gerade nochmal hier sind, das Freundesystem, ne? Ja. Das hat viele Vorteile, weißt du ja, natürlich. Aber mir fällt eine Sache auf, die immer sehr besonders war im Aufnehmen von Bad Wars-Runden auf Bergwerk Labs. Und zwar hattest du nie das Problem, dass du aufpassen musstest, mit wer dir im Chat schreibt. Von deinen Freunden, wer off und on geht. Jetzt hast du das. Also, das nervt mich jetzt schon. Ich sehe das ja hier schon bei mir gerade 3000 Mal. Und wenn das in der Aufnahme ist, ist das bestimmt nicht so optimal, für jeden nicht. Und das fällt mir jetzt gerade mal so nebenbei auf. Ja, ich habe ja schon am Anfang gesagt, das Freundesystem wird bestimmt noch überarbeitet, denn da kann man das ein oder andere kann man dann noch machen. Hm, auf jeden Fall. Aber an sich finde ich es schön, dass es das überhaupt jetzt endlich mal gibt. Ja, das ist ja lange genug gewartet. Also okay, ich sag mal so, die haben hier leider, also was heißt leider, die haben halt eine Premium-Lobby. Und da man nur eine Premium-Lobby hat, ist es halt auch der Fall, dass du eh deine Leute alle siehst. Weißt du? Du siehst, wer on ist, weil du drückst Tab und alle sind da. Da ist, jeder hat Premium. Bergwerk Labs hat jeder Premium, den du kennst. Meistens. Im Normalfall. Stimmt. Weißt du? Und da weißt du sofort, wer on ist. Das heißt, du bräuchtest eigentlich sowas Spezielleres. Also nicht nur an sich, sondern du bräuchtest halt so ein. Oh Gott. Weil deine Freunde sind immer auf der gleichen Lobby. Du kannst nicht zu denen springen, du brauchst es auch nicht. Du kannst einfach so, wie du bist, damit leben. Deswegen würde es natürlich wichtiger sein, die Party zu machen. Aber die gibt es ja jetzt an sich auch. Also das ist schon mal ein kleiner Vorteil. Stimmt. Muss man auf jeden Fall zugeben. Diese Party, also... Woo! Nice. Jetzt habe ich 3. Nice. Jetzt habe ich 3 Diamanten. Smaragde. So war das. Oh. Jetzt ist die Frage, soll ich da mitkommen oder soll ich nicht mitkommen? Also ich würde sagen, die sollen nach hinten raus. Ja. Langsam mal. Also wäre ich jetzt auf jeden Fall schon Optimist. Hier hast du Eisen. Willst du noch 2 Eisen haben? Ja, kann ich auch was Leckeres schnitzeln. Ich weiß ja nicht, ob dir das was nützt. Ja, eine Rüstung ist immer gut. So. Hat er jetzt schon einen Weg gebaut? Oder was ist mit Chewie los? Chewie muss dann mit dem Ei was bauen. Also, mit 8 Eisen das liegt alles an Chewie. Wobei Blau nur noch zu zweit ist, weil Mrs. Bella raus ist? Nee, die kam ja von Grün. Ich glaube, die war bei Grün. Oh. Ich will hier unbedingt gewinnen, das ist eben. Ja, das ist, also ich bin auch immer diese Motivation, ne? Und wenn man schon Bad Wars spielt, dann möchte man das natürlich auch schaffen. Ich weiß ja nicht, aber ich wollte sowieso nochmal, du hast zufälligerweise ein Spiel, was ich gerade sehr, sehr oft und gerne spiele, gut gefunden. Dann wollte ich einfach mal sagen, hast du vor, dir selbst Stardew Valley auch zu holen? Oder ist das eher nicht so deins und du guckst es zwar ab und zu mal rein, aber du würdest... Ich habe noch nie reingeguckt, tatsächlich. Ah, aber ich habe gelesen irgendwie auf Twitter, dass du sagst, oh, so ein cooles Spiel oder irgendwie so. Ach so, ja, weil ich habe so viel Positives dazu gehört, deswegen. Ja, ach so, okay, schade. Ich habe, oh, Mist. Mütze. Rot? Was ist rot? Was ist rot? Was ist los? Umgehauen. Warum? Warum ich runtergehauen? Mit einem Stick. Aber wir müssen Blau besiegen, oder? Wir brauchen eine zweite Base. Nein, Rot hat auch einen Bogen. Okay, Leute, wir haben echt ein Problem jetzt gerade. Oh, Leute, wir haben 5 Eisen. Was geht denn da ab? Irgendjemand geht zu Rot. Das ist gelb. Das sind wir. Das sind wir? Wieso gehen wir zu... Warum gehen wir jetzt? Nein, wir wollten doch zu Blau. Wir wollten doch zu Blau. Wollten wir nicht zu Blau? Wir wollten zu Blau. Ich hab das im Chat nicht gesagt, nein, oder? Du hast nur mir das gesagt. Oh, nein. Das Problem ist, dass der Weg ja jetzt auch für die offen ist. Ja. Ja und ja. Also beide mal. Die Mitte ist frei. Die Mitte ist frei. Ja, ich brauche nur jemanden, der ein Schwert hat. Ich habe kein Schwert. Ich hab nichts. Nicht mal. Ich hab nicht mal einen Stick. Ich habe alles verloren, was mir hab und teuer ist. Ich hau mal 5 Eisen in die Mitte, auf den Weg in die Mitte und geh selbst in die Mitte.
Aber ich glaube, da werde ich nicht lange überleben. Oh mein Gott. Ich brauche auch gar nicht lange da überleben. 4, 5, 6, 7, 8. Und ich verschwinde. So macht man den Jackpot. Bitte keinen Bogen. Bitte keinen Bogen. Bitte. Oh, da kam's ein, da kam einer nicht, geflogen. Du kannst den Trick machen mit den Blöcken und hochstecken. Dann könnte ich dich nicht treffen. Dann änderst du die Flugbahn. Ach nein. So? Nein. Was? Nein. Wieso? Renn weg, bleib da, wo du bist. Renn dahin, bleib da, bleib da, bleib da. Geh weg, 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 die sind bei uns. Sonst überleben wir nicht. Wir werden uns jetzt hier kurz auf dem Eisen stellen, wir schaffen das noch. Wir gewinnen. Wir bleiben hier, wir werden noch gewinnen. Wir bleiben, wir gewinnen. Wir bleiben. Bau dich hier ein. Wir sterben nicht. Ich hab mich für dich geopfert. Bitte sag mir nicht, dass du tot bist. Ich hab mich für dich geopfert. Jomaro, nein! Wieso? Wie soll ich das jetzt alleine hier packen? Giga, du bist eine Sportskanone. Wir haben jahrelang in der Halle geübt. Du weißt, was du tun musst. Zeig dein Talalalalent. Ich versuch's ja. So. Ich könnte dir jetzt spoilern, denn ich lese jetzt jeden Teamchat. Hä? Aber mach ihn natürlich. Alter, wie der leckt! What? Was geht denn hier ab? Siehst du? Siehst du? Hast du gesehen? Dilo. What? Hinter dir? Oh nein, sorry, das darf ich nicht sagen. Du hast es nicht gehört. Ja, ich hab's nicht gehört. Oh mein Gott. 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 Eine gigantische Leistung von diesem. Oh mein Gott. Oh Gott. Halleluja. Also meine Schläge, meine Bögen-Skills. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Pass auf. Ja, toll. Ja, geil. Ja, nice. Oh Mann. Boah. Oh. Das ist so ärgerlich. Was das ist so ärgerlich. Es ist auch echt nicht meine Lieblingsmap, wenn ich ganz ehrlich bin. Nee, die Map ist, geht gar nicht. Weil das ist zu Chaos. Rumpelmumpel so. Es ist zu viel Chaos. So Blumen, da fällt man da runter, weißt du? Ja, ist echt so. Oh Mann, es ist. Es ist so viel Glück dabei, habe ich das Gefühl. Oh Mensch. Oh Mann. Aber egal, egal, was soll's, was soll's. Da kommen bessere Zeiten. Da kommen auch wieder bessere Zeiten. Alter, wie Flex so einfach rasiert. Okay, er ist tot. Egal. Mal gucken, mal schauen, ob jetzt. Nein, der allein wird es ja nicht packen. Ja, das war's. Das wird ja auf alle Fälle noch spannend, aber wer genau am Ende der Sieger wird, das verrate ich nicht, weil ich gemein bin. Aber ist, oh, das aber, sieht aber auch schön aus da. Oh ja, schöne Herzchen, schöne Herzchen. Ist ja damals zum Valentinstag erschienen. Und ich finde es schön, dass sie die Map auch noch ein bisschen drin gelassen haben. Ich hoffe, da kommt jetzt auch bald zu Ostern vielleicht was. Das wäre natürlich echt passend und ziemlich cool. Die werden einfach die Eier gemacht anstatt Herzen. Ja, wahrscheinlich. Nein, aber die werden irgendwas Schönes, wäre cool. So ja. Mit Osterhasen und Eiern. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Es wird ja noch einiges kommen. Übrigens, kleine Info, hier in der Lobby hat sich auch was getan. Das Rathaus ist endlich wieder mit da. Noch hat es keinen großen Sinn, weil da kein Nein. Inhalt ja. ist. Aber Leute, 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 macht euch was. Was nicht ist, kann das ja kann ja noch werden. Genau. Jomaro, ich danke dir vielmals, dass du mitgemacht hast. Ja, überhaupt gar kein Problem. Insekten sind. Und beim nächsten Mal gewinnen wir. Ja, Insektenmodus wird aktiviert. Den kann man natürlich nicht in jeder Runde nutzen, aber. Eben. Das muss die anderen müssen ja auch mal gewinnen. Ja, ist so. Ihr Lieben, das ist gewesen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem wann die Folge online kommt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sage Good Game, macht es gut und bis dahin. Euer GigaGreevy. Ciao, ciao.